Schon mal. Herzlich willkommen, okay, zu einem neuen. Ja, danke, Kürbis-Junkie, dass bitte, uns, dein Ding, dass du immer uns wieder gerne beginnen lässt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Vergnügungsparadies. Wieder mit dem altbekannten Kürbis-Junkie, der so gut aussieht wie noch nie heute. Ich mit Sonnenbrille. Ja? Ja. Nein. Das gab fast einen Unfall. Ich hab mich verbrannt. Echt? Ja. Richtig heftig. Guck hier. Schwarze Finger. Gut, wir stehen vor der Welle, vor der verrückten Welle. Und schau mal ganz kurz rein, damit steigen wir ein, wie wir damit gefahren sind. Intensiv. Also man sollte das Teil nicht unterschätzen, das ist echt intensiver als man denkt. Hat viel Spaß gemacht, die Reko ist eigen. Die Welle und jetzt machen wir noch eine und schreit doch mal los. Kleine Runde. Ja, aber schönes ist Teil. Kostet hier im Vergleich zum Sommerfest an der Allee sogar ein bisschen mehr. Ein Euro mehr. Ein Euro gleich mehr. Euro. Am Sommerfest an der Allee 3 Euro, hier 4 Euro. Das mögen wir nicht, aber gut. Anzeige ist raus. Ansonsten, gutes Teil. So, und wir laufen jetzt einmal über den Festplatz. Sind schon eine Weile hier, weil wir erstmal heute die Pflicht gemacht haben und ein bisschen alles gefilmt haben, um jetzt noch den Rest der Kamera zu verfilmen. Wir sind auf dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, veranstaltet von Herrn Wollenschläger, der das schon seit vielen 20, 30, 40 Jahren macht, beziehungsweise vorher sein Vater, hat er vorhin auch alles bei der Eröffnungsrede groß erklärt. Wir müssen dazu sagen, letztes Jahr ist es ausgefallen wegen Platzmangel, man hatte keinen Platz, jetzt ist es in Mariendorf, stimmt das? Ja, Berlin-Alt-Mariendorf. Das ist ein bisschen so Tempelhof und hier da nebenan ist das Gasometer. Herr Wollenschläger hat die Walzerfahrt wieder mal aus dem Schuppen geholt. Und es wurde wieder Zeit, endlich. Und hier steht sie und sie fährt. Und wir sind schon mitgefahren und das war geil, intensiv. Leute, okay. Oh Gott! Die Walzerfahrt ist gut dabei mit 3 Euro. Das kann man auf jeden absolut Fall durchgehen lassen. Und war eine auch intensive, spektakuläre Fahrt. Intensiver als FIFA Mexiko vonnöten auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. So. Und jetzt kommen wir in das Theming-Gebiet vom deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, nämlich dem amerikanischen Dorf. Hier war vorhin die Eröffnungsrede. Die ganzen Autos kann man wahrscheinlich gewinnen oder werden die verkauft? Oder ist das Sponsoring? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle. Ja, kaufen wir uns. Kaufen wir. Oder dann wahlweise hier so ein Ami-Jeep. Ja. Hat man herkarren lassen. Dann haben wir hier die Freiheitsstatue. Grüße gehen raus an wem? Hä? Wer filmt gern Erste? Das ist doch dieser komische. Dieser, der mit der ganz komischen Stimme immer. Ja, der immer so, der am Ende immer sagt, bis die Tage, meine Freunde, ciao. Genau, der ist übrigens, es. Wenn ihr nach unbedingt abonnieren, ein toller Kanal, Theme Park Hunter, ist es allemal wert. It's amazing, it's
fucking intensive. Da wir ihn ja im letzten Vlog nachgemacht haben, hat er mir gestern Abend geschrieben, nächstes Mal sollen wir die Kamera hinstellen und so mit dem Rücken reinlaufen. Ja, ja, extra Wünsche, extra Wünsche. Bei uns wird so gemacht, wie wir es halt machen. Wirst du mal sehen. Du meinst, du sitzt richtig, ja? Und drüben mal gleich. Jawoll! Das war ein kurzer Spaß. Mit einer Hand festhalten. Ja. Und? Siehst du noch was? Ja, geht, ne? Und für den Sonnenabschluss. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Aber wir haben gut reden. Wir müssen uns eigentlich selbst voraussetzen. Ja. Aber das machen wir nicht, deshalb gehen wir weiter. Hier ist Justins Privatbahn aus Luckenwalde. Wurde wieder rübergebracht nach Berlin und steht jetzt hier. Echt? Die Bahn hat mir nicht so gut gefallen, deshalb habe ich sie wieder abgegeben. Und sie wird jetzt ersetzt. Endlich ist es soweit. Der Fahrradloop kommt nach Luckenwalde. Der Fahrpreis steht schon fest. 5 Euro pro Person dafür pro Fahrt. Träum weiter. Nessie. So ja, ist, die ist so hochgebaut hier, weil die so. Die würde sonst ein bisschen niedriger stehen. Nessie bleibt und ist für mich die teuerste Kinderachterbahn der Welt. Ja, eindeutig. Ansonsten ist auch da eine Fahrt empfehlenswert und kann Spaß bringen, wenn man gut gelaunt sein kann. Und jetzt haben wir die Time Factory. Time Factory. Mama. Time Factory ist so ein kleineres Laufgeschäft. Klein, aber fein. Klein, aber fein. Ich glaube, sehr viel Spiegelgartenfläche ist da drin. Ne? Sehr viel. Gut, hier einen kleinen Kinderflieger wieder. Davon stehen dieses Jahr 2 hier. Unfassbar, oder? Unfassbar. 1x2000. Hallo, Vorsichtskamera, die Intrafuti. 1x2000. Hallo, Vorsichtskamera, die Intrafuti. Ja, Twister hatten wir so hier jedenfalls in den letzten 3 Jahren nicht in Berlin. Und es ist ein schnuckliges Geschäft. Kostet 3 Euro. Und ist von Eik. Wer möchte den Twister mal fahren sehen? Ich! Bitteschön. Gebe dich hoch. Das kann ich natürlich besser. Ich hab's gleich oben! Ich hab's gleich! Schnell da oben! So, jetzt kommt eine Geisterbahn. Wie wir im letzten Vlog erwähnt haben, die original Spreepark-Geisterbahn ist natürlich vom Volkswirtschaftsmarkt gleich hier rüber gefahren. Natürlich wieder mit demselben Live-Erstrecker wie auf Volkswirtschaftsmarkt, dieselben Mitarbeiter. Ja, mögen wir. Wobei ich. Ich weiß nicht, wie die von innen aussieht. Wir können nichts zum Inhalt sagen. Da wäre Stefan Runge jetzt wichtig. Ne? Der könnte bestimmt uns fachmännisch genau meterweise sagen, wann, wo. Ich hab mal, es gibt ein On-Ride oder so. Von der Bahn gibt es nur ein On-Ride. Ja. Naja. Geisterbahnen sind allgemein schwieriges. Ein schwieriges Geschäft. Was wollte ich sagen? Wir haben heute tolle Leute getroffen. Sehr viele tolle Leute. Das ist höchst erwähnenswert. Wir haben einmal Volksfest-Enthusiast. Richtig. Ein Abonnent. Grüße geht schon mal raus. Ganz, ganz dicke Grüße. Netter Typ, der auch einen YouTube-Kanal hat, der mir auch auf YouTube damals aufgefallen ist. Unheimlich schöne Aufnahmen macht. Wahnsinnig unterabonniert ist. Das ist aber ja immer so. Das kenne ich auch noch von vor 1,5 Jahren. Hat 10 Abos. Bitte, ich verlinke das jetzt hier in dem Fall mal. Abonniert auch. Herzverdient. Volksfest-Enthusiast. Weil das ist ein ganz, ganz toller
junger Kerl, der das sehr, sehr gut macht. Auf jeden Fall. Und weit mehr verdient hat. Aber unser Kirmes-Junkie hat auch weit mehr verdient. Das muss man im gleichen Atem zu sagen. Und der hängt nur auch schon wieder seit 2 Wochen bei 210 fest. Und das muss mal vorangehen. Also ansonsten wirst du geköpft und dann ist vorbei. Gut, wen haben wir noch getroffen? Herrn Götze. Im letzten Vlog auf dem Volksfest Sommer noch erwähnt. Ich glaube, du hast den Schirm ja falsch ausgesprochen. Nee, Götze. Götze doch? Ja, okay. ich hab's ja zu Hause meine Hausaufgaben gemacht. Oh, das ist gut. Auch mal die Vokabeln aus dem Walibi Belgium gelernt. Das ist jetzt ja, schon gut. Wieder... Da wie frag mich bitte keiner. Wie heißt der Water Shuttle Coaster von Max? Pulsar. Wie? Frag mich lieber dieses andere Ding, die Gildoröhre. Genau. Wie heißt dieser Schwarzkopf hin und her Lounge Coaster aus dem Shuttle Coaster mit dem eng Looping? Psych Underground. Underground. Heinlein ist down, zu. Schon den ganzen Tag, aber Licht ist an. Den habe ich auch noch nie mit Licht zugesehen. Ja. Jedenfalls hat uns, ich weiß leider gerade den Vornamen nicht, das ist peinlich, von Herrn Götze. Ich weiß es leider nicht. Es tut mir leid. Shame on me. Auch ein ganz, ganz sympathischer, netter, ja, toller auf jeden Fall. Berliner Kirmes-Fan, der hauptsächlich Fotos macht, Bilder, aber auch 2 Offrides heute gefilmt hat, ja, die wahrscheinlich dann auch in der Fahrgeschäfte-Fangruppe auftauchen werden. Unter anderem bestimmt. Auf wahrscheinlich 2 Fotos werden wir auch drauf sein. Jedenfalls ja, liebe Grüße und Grüße gehen raus. Mich sehr gefreut, ihn hier mal live zu treffen. Und ich glaube, man sieht sich jetzt auch öfters, ja, denke ich mal. Das ist wirklich machbar. Sehr schön. In der, im Magic ist gerade Stimmung. Und der Breakup. Achso, der Breakdance ist, haben wir das jetzt gesagt? Der ist kaputt. Der ist down. Für den ganzen Tag. Ja. Frau Heinlein, glaube ich, sucht noch eine Schraube. Wo ist das Ding? Wir müssen heute noch losfahren. Jetzt dürfen wir nie wieder irgendwas filmen am Heinlein. Ja. Jetzt ist es restlos vorbei. Ja. So, Magic war Stimmung, steht aber mittlerweile wieder. Ja. Daher kennt man auch von zahlreichen Festplätzen. Oh, geile Sonne. Oh. Geile Sonne. Das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich schon hinter uns. Jetzt kommen noch ein paar Greifer, ein paar Fress- und Spielbuden. Hier auch eine lustige Spielbude, die gar nicht es geschafft hat, bis ganz hoch auszuklappen. Auszuklappen wegen den Bäumen. Aber es sieht auch dadurch sehr lustig aus. Und ja, hier haben wir unser kleines von meinen Tagen, da steht das auch immer. Ein Mini-Kettenpfleger, dann haben wir hier wieder Autoscooter, der 2. von Noack. Breaking News. Und da drüben? Standardmäßig, ja, natürlich auch die Springgerüste. Und da drüben und haben wir die Berghöhle, in der sich Dominik für Kirmes Crazy Yammer verirrt. Dominik weiß, das ist Ironie. Das Labyrinth. Ja. Es ist immer noch traumatisch tief, oh, in mir. Oh, jetzt sind da 4 Euro. Vorhin hat er 3 Euro genommen, jetzt sind da 4 Euro. Schade. Finde ich nicht gut. Ich finde diese am Tag noch den Preis nachkorrigieren, finde, ja, ich auch keine schöne Art. Aber gut. So, und dann sind wir, würde ich sagen, wir sind am Anfang so, und wir hatten Spaß und jetzt gehen wir, weil wir jetzt sehr lange hier waren und ja. Angelangt? Nee. Ach, guck mal, wir hätten uns noch so ein T-Shirt kaufen. Hätte Fahrradkette. Ja. Ganz. Und ja. Der kleine Klugscheißer neben mir. Hauptsache, er hatte immer das letzte Wort. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Ja. So, hier haben wir noch was ganz Spektakuläres: eine Eisenbahn, die Herr Wollenschläger selbst zu Hause zusammengeklöppelt hat.
mit seiner Frau aus Stahlresten. Ja, da drüben sind die ganzen Schausteller holen wegen und so. Ja. Also das Ding stand, glaube ich, noch nicht auf den alten, das haben sie irgendwo neu hergeholt. Könnte, glaube ich, auch ein vom Weihnachtsmarkt irgendwas sein, und das hat man einfach jetzt ein bisschen umdekoriert. Könnte. Ja. Könnte, muss aber nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Frankie, wenn du keine Lust mehr hast, dann... Habe ich nicht gesagt. Dann geh schon mal vor und ich beende das alleine. Nein, ich muss beim Ende. Der ist in letzter Zeit immer rotzig. Echt immer rotzig. Dem muss man immer ständig eine Ansage machen. Ich muss meine positive Energie schon mal für die Tour zusammensparen. Genau. Da die werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wie ihr das seht, vielleicht sogar schon läuft. Ja, aber nee, das wird schon vorher noch rausgehauen. Aber wir, jetzt habt ihr erstmal Ruhe vor uns, zwei Spaßköppen. Das nächste Mal werden wir uns aus Westdeutschland, aus dem Ruhr. Wir machen unseren Sommerurlaub dieses Jahr im Ruhrpott. Richtig. Sommer im Pott heißt doch der Vlog dann. Die Idee ist geil. Ne? Sommer im Pott. Ja, und wir suchen natürlich wie immer Moritz Pohl. Wenn wir ihn finden, werdet ihr es als erstes mitkriegen. Richtig. Ansonsten nebenbei machen wir auch ein paar Freizeitparks. Aber es geht in erster Linie, Moritz Pohl zu finden. Richtig. Das ist wie eine Schnitzeljagd. Wir haben 5 Tage Zeit. Wollen wir schon mal ein bisschen spoilern, wo es überhaupt so hingeht? Können wir machen. Also es geht los mit natürlich, wie soll es auch anders sein, wie auch unsere letztjährige Sommertour losging, mit Slacharen. Slacharen. Endlich kann ich Gold durchtesten. Endlich. Nach ein paar Monaten Verspätung geht es endlich los. Ja, ich werde es dann auch testen. Junkie wird eine Woche sich in Slacharen aufhalten. Also ich ziehe wieder nach Slacharen. Ich werde wieder zurück verschifft. Genau. Er wird wieder in seine alte Heimat eingepflanzt, um dort wieder eine Weile zu gedeihen. Richtig. Ja. Gut, von Slacharen fahren wir dann in den Moviepark, den geilsten Park Deutschlands. Den habe ich noch nie gesehen. Star Trek Operation Enterprise Hessen. Moviepark, wo das Thema ist Hurra, Movie. Moviepark, hurra, ich bin im Film. Yeah. Ja. Aber du kennst den, ne? Nee. Du warst noch nie? Ich war noch nie da. Ich war noch nie im Moviepark. Aber wir werden sehen. Wir stehen jetzt hier einfach mal. Hier kommt ja der Shuttlebus auch dann. Stimmt. Da warten wir jetzt einfach mal drauf. Solange können wir noch weiter spoilern. Oh, der Akku war auf Plan A noch 15. Ganz schnell. Dann Phantasialand. Wurstgang-Treff. Wir sind dabei. Ja, wird man mal sehen, wie das wird. Und danach dann noch abschließend Krankerkirmes. Aber ausführlich dann, wenn es soweit ist. Richtig. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Freuen uns über neue Abonnenten, freuen uns aber auch in erster Linie über die, die uns treu immer schauen. Und, vielen Dank. Danke, ich weiß, das ist... Muss man danke sagen. Ja. Gestern gab es einen D-Abonnent. Sowas werde ich in Zukunft sehr hoch ahnen. Und ihn echt abonnieren und weiterempfehlen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.